Liebe Männer, wenn ihr wissen wollt, wie ihr Frauen auf jeden Fall herumkriegt, habe ich jetzt die Antwort für euch. Lasst sie Musik hören. Ein Experiment aus Wien zeigt nämlich jetzt, dass Frauen Männer sehr viel attraktiver finden, wenn sie Musik hören, und zwar die richtige. Wie genau Musik die sexuelle Anziehung beeinflusst, welche Musik ihr beim Daten unbedingt spielen müsst und ob das Gleiche auch für Frauen gilt, jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Man müsste Klavier spielen können. Ja, an diesem uralten Lied von Johannes Heesters scheint sogar wissenschaftlich etwas dran zu sein. In der Forschung unumstritten ist die Wirkung, die Musik auf uns hat. Schon Embryos im Bauch der Mutter reagieren auf Musik. Sie steckt einfach tief in unserer Natur drin. Übrigens hat sich schon Charles Darwin mit der Wirkung der Musik auseinandergesetzt. Seiner Meinung nach hat sie sich überhaupt erst durch die sexuelle Selektion entwickelt. Demnach hatten diejenigen Personen den größten Fortpflanzungserfolg, die die Fähigkeit besaßen, Musik zu machen. Denn das galt seiner Meinung nach als Indikator für gute Gene. Fest steht jedenfalls, Musik ist sehr eng mit der menschlichen Gefühlswelt verknüpft. Und nicht nur das. Frühere Studien haben gezeigt, dass Musik nicht nur unseren Geist berührt, sondern auch unseren Körper. Wir nehmen Berührung tatsächlich anders wahr, wenn wir währenddessen Musik hören. Und nicht nur das, auch die Aktivität unserer Gene verändert sich. Ein Experiment aus Wien zeigt jetzt, dass Musik auch bei der Partnerwahl eine enorm große Rolle spielen kann. Zitat: Die Attraktivität des Gesichts ist eines der wichtigsten körperlichen Merkmale, welches die Partnerwahl beeinflussen kann. Wir wollten herausfinden, wie Musik die Wahrnehmung dieses Merkmals womöglich verändert, sagt der beteiligte Psychologe Helmut Leder. Insgesamt 96 Versuchsteilnehmerinnen und Teilnehmer waren am Experiment der Uni Wien beteiligt. Den ausschließlich heterosexuellen Probanden wurden Musikausschnitte vorgespielt. Übrigens rein instrumentale Musik aus dem 19. Jahrhundert, so etwas wie Brahms, Chopin oder Schubert. Danach wurden ihnen Fotos von Menschen mit dem jeweils anderen Geschlecht gezeigt. Die Leute auf den Bildern zeigten einen neutralen Gesichtsausdruck. Die Aufgabe bestand darin, die Menschen auf den Fotos hinsichtlich ihrer Attraktivität zu beurteilen. Zudem sollten sie sagen, ob sie einem Date zustimmen würden. Die Kontrollgruppe sah auch Gesichter, allerdings ohne Musik. Und das Ergebnis ist wirklich mehr als überraschend. Die Frauen ließen sich in ihrer Beurteilung total von der Musik beeinflussen. Wenn sie zuvor Musik gehört hatten, fanden sie die Gesichter der Männer deutlich attraktiver. Zudem waren sie deutlich öfter bereit, ein Date mit diesen Männern zu haben. Liebe Männer, hiermit also der offizielle Tipp von Seiten der Wissenschaft: Organisiert euch für eure Dates Musik. Das erhöht eure Chancen enorm. Wichtig dazu noch zu wissen, auch die Art der Musik spielt eine große Rolle. Das Experiment aus Wien zeigt, dass Frauen sich sexuell umso mehr von Männern angezogen fühlen, je komplexer und erregender die zuvor gehörte Musik war, so die Studie. Die Männer dagegen waren total unbeeindruckt von der Musik. Sie zeigten sich völlig immun gegen die Wirkung der Musik. Der Plan des Forschungsteams ist jetzt herauszufinden, inwieweit das musikalische Talent eine Rolle bei der Partnerwahl spielt. Hat ein herausragender Musiker, der mittelmäßig aussieht, eventuell mehr Chancen bei den Frauen als ein völlig unmusikalischer Mann mit dem Aussehen eines Models? Also nach dem Motto, man müsste Klavier spielen können. Tja, hier bei Klicksum erfahrt ihr natürlich, wenn es dazu neue Erkenntnisse gibt. Wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den auf die Glocke. Hier geht es weiter mit bedroht künstliche Intelligenz die Menschheit. Da geht es um den Sieg von AlphaGo. Spannendes Video, natürlich, also nicht verpassen und draufklicken. Viel Spaß dabei und ansonsten bis dann. Bleibt dran.